Das diesjährige Father's Camp begann mit diesem kleinen alten Buch. Hier wird beschrieben, wie 1620 102 Siedler aufbrachen in eine neue Welt. Sie wollten nicht mehr so leben, wie ihre Vorfahren gelebt haben und wie es im damaligen England möglich war, und brachen auf in eine ganz neue Welt, um ihren Glauben neu zu definieren und neu zu leben. Sie wurden zur Grundlage für viele Tausende von anderen Siedlern, die nachkamen und Amerika bevölkern. Man gedenkt ihrer jährlich beim Truthahnessen an Thanksgiving. Und so brachen im Juli 2015 auch Väter auf in eine neue Welt, in ein neues Land, in ein neues Vaterland. Ein von Vätern gestaltetes neues Land mit ihren Söhnen und Töchtern, weil sie auch nicht mehr so leben möchten, wie sie es von ihren Vätern erlebt haben. Väter heute wollen mehr Nähe zu ihren Kindern, möchten mehr sich mit ihren Kindern beschäftigen, mit ihnen mitleben und auch in ihre spielerischen Welten eindringen. So sind also 76 Väter und 153 Kinder aufgebrochen mit 6 Planwägen, einer Postkutsche, 2 Dieselrösser und 2 echte Pferde auf die Nordalb, um dort der Siedler zu gedenken, die eben 1620 diesen Schritt gewagt haben. Wir hatten ein wunderschönes Camp. Die folgenden Bilder werden zeigen, wie kreativ Väter in der Kindererziehung sind, wie toll sie es mit den Kindern zusammen alles gemacht haben. Und wir werden vielleicht auch Mütter hören, die hinterher sagen, so entspannt und so gelöst sind die Kinder nie, wie wenn Väter sich, wenn Väter in ihre Vaterschaft wachsen und mit ihren Kindern wieder nach Hause kommen. Also hier sehen Sie den Tunes, Joe and Noah Saloon, Cold Drinks and Whole Popcorn. Darf man ein Stück Popcorn probieren? Ja. Da Popcorn dampft noch, ja. Man sieht die Schwele in der Hitze. Und hier sind die ganzen Tütchen, ja. Ah, und was kostet ein Tütchen? Ein halben Liter. Ein halben Liter, aha, okay. Und hier hat man die Trommel der Hausfrau gestohlen und den Stuhl des Vaters. Damit eine Röstmaschine entwickelt. Kann ich eine Frage an Sie stellen? Ja. Welchen Beruf führen Sie aus? Wir machen Pizza. Ach, der Pizza. Sie, ja, schon gut so, ja. Vor allem mit den Kleinen, die da nicht viel dran haben. Das ist dann machen lassen. Boah. Genau. Also hier sind die erlegten Büffel. Werden hier auf den Grill gelegt und sättigen dann das Volk. Was gibt's denn hier zum Kaufen? Hier gibt's Waffeln und Lederwaren. Wild-West-Waffel mit Lederanlage. Und hier sehen Sie unseren Wild-West-Maler. Er kommt aus Berlin, ist eigentlich Ingenieur und malt plötzlich. Ja, was gibt's denn hier alles zu essen? Ja? Das ist ja interessant. Wassereis, Cola. Vanilleeis. Also hier sieht man eine Messerschmiede. Also hier sieht man einen echten Brief mit Briefmarke. Hier kann man Briefe schreiben und das ist der Briefträger, der die Briefe dann austrägt. Ja.
Ja, Wasser, Wasser! Hier reingucken! Wasser, warten Sie von dieser Planwagenfahrt? Kühlenden Fahrtwind! Kühlen Fahrtwind. Ja. Und wir haben heute Zipfeder gemacht. Das ist ein Wortspiel, weil die heißt der Schmied, gell? Weil sie machen ihrem Namen Ehre, die heißen Schmied und sind auch Schmied. Ja.